Grüß euch, Burschen! Heute gleich direkt aus der Werkstatt, Flug Nummer 3, Quarantänewoche 3. Ja, glaube, es ist für alle schon ein wenig zart. Aber ich habe eine neue Beschäftigung gefunden. Ich warte nämlich noch auf die Buchshop-Bestellung für meine neue Chancen-Maxi zum Anmelden. Und die kommt leider erst am Montag, jetzt brauche ich fürs Wochenende eine neue Beschäftigung. Ich habe mir gedacht, wir machen heute, nehme ich mit beim Filmen vom Projekt Asphalt. Die Folge wird sein, Ersal 72 versus Athena 70 Kubik. Und dazu brauche ich meinen Ansaugstutzen von der violetten Maxi. Den habe ich da mitbestellt jetzt bei Buchshop. Und die brauche ich dabei eh nicht. Und ich habe da gerade gelegt. Und habe gesehen, dass die Dichtung da drinnen eigentlich schon gar nicht mehr vorhanden war. Also eigentlich interessant, wie das überhaupt funktioniert hat, weil die Dichtung war, glaube ich, schon immer schief drauf. Also, ja. Merkt hätte ich es eigentlich nie. Interessant. So, dann jetzt zeigen wir mal alle meine Buchmaxis, was ich zurzeit so besitze, was auf Radlstängern oder auch nicht. Bis auf die Road to Gold Maxi auf einen Fleck. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass ich euch einmal einweihe, was mit meinen Projekten eigentlich so los ist und wie das überhaupt weitergehen soll oder was auch immer. Das ist echt, das ist unvollständig. Der ist irgendwie nicht unvollständig, aber schon auch irgendwo. Also auf der Straße kann man damit nicht fahren. Und ich habe mir das jetzt so überlegt. Das Ganze auf meinem YouTube-Kanal wird noch so lange weiterrennen, bis ich die Road to Gold Maxi fertig habe. Es ist halt leider so, dass das alles extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und natürlich auch Geld, wie ihr euch vorstellen könnt. Und deshalb wird das nicht mehr allzu lang so weitergehen. Ja, und das Ganze wird auch auf Instagram so stattfinden. Ich hab vor, dass ich das bis Sommer noch circa, wird die Road to Gold Maxi fertig sein, wie ich da mein ganzes Instagram zeige und was weiß ich alles noch weitermachen. Und spätestens dann wird es wahrscheinlich nur mehr Bilder von den Mopeds geben, keine Videos mehr von mir selber, sondern nur mehr Videos von vielleicht Ausfahrten oder irgendwas. Und mein Gesicht wird es eigentlich nachher wahrscheinlich nicht mehr in der Form sehen wie jetzt. Und ja, dann hoffe ich, dass mit den Videos, was wir dann bis dorthin gemacht haben, relativ viel Spaß habt und euch die immer reinzieht, wenn ihr zurückdenkt auf die coolen Sachen, was wir da gemeinsam gebaut haben. Aber ja, wie gesagt, für immer ist es leider alles nicht die Videos dran und ich habe nachher für meinen Teil alle Projekte, die ich immer so im Kopf gehabt habe, was mich interessiert haben, umgesetzt. Und eventuell schaffen wir es auch noch, dass wir bis dorthin mit der Road to Gold Maxi 100 km/h fahren. Road to Gold sage ich mit Projekt Asphalt 100 km/h fahren. Und ja, das werden wir heute gleich einmal. Okay, ja. Count wins when they doubt it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin' on record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. Running through it with the young and bloomers, and less impressions also coming to. Jawohl, Vlog Nummer 3. Jetzt sind wir wieder da zurück. Ich trage immer nämlich Projekt Asphalt Nummer 6 oder wie früher immer auch. Und ja, Zylinder habe ich schon mal runtergeschraubt. Contract, give me the max. I got lab on my back. You ain't that, then it's raps. Whoa, 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 whoa. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record. Jawohl, und der Auspuff ist drauf. Jetzt fällt nur mal da der Vergaser zum Aufmachen. Und da brauche ich noch so ein Zwischenstickel noch. Und dann werden wir sehen, was das braucht hat. Alles umgebaut, 72 Kubik Ersal statt 70 Kubik Athena. Jodele, bin ich von der ersten Testfahrt zurückgekommen. Bin noch nicht ganz ausgefahren, aber wir sind jetzt bei km/h. Und ich glaube, das passt schon mal recht gut.
Ja, ein weiteres vom Projekt Asphalt Moped seht ihr dann in der im Projekt Asphalt Video. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt da noch, was ich mit den Mopeds mache. Wie gesagt, Louis Vuitton Projekt, das Video habe ich auch schon runtergenommen wieder von YouTube, das wird es nicht mehr geben. Quasi die Gelbe und die in einem Moped zusammen tue, das wird so nicht mehr fahren. Das ist Anfang und das Ende von der Karriere. That's a joke, tell him laugh. Uncle Sam, fuck out the bag. Broly plot, but get a whack. Contract, give me the max. I got lab on my back. So, der Leon, für den Vlog zeige ich das her. Zwar war der Roman, der, ich weiß nicht, wie er heißt jetzt genau, Fuego Auspuff heißt er, glaube ich, irgendwie so. Fuego ist das Pickel drauf. Und der kommt wahrscheinlich dann auf die, ja, Violette drauf. Da hängen ihn dabei einmal da zu den anderen Auspuff auf. Da sind noch ein paar über. Gut, weiter geht's. So, alles angebaut. Werden die guten Teile jetzt da aufgebaut auf die gelbe, alles was ich brauchen kann. Und teilweise auch verwertet in die da gleich. Und ich glaube, es wird keiner traurig sein, weil die zwei extrem geile Mopeds sind. Und den Rahmen, ja, schauen wir mal, entweder wieder irgendwo eine Kulisse oder eine Dekoration oder schauen wir mal, irgendwas wird uns einfallen damit, vielleicht, ja, verkaufen. Schauen wir mal. Ich würde jetzt noch ein paar Moverwerkbestellungen zum Einpacken. Ist wieder ein wenig was bestellt worden. Und an der Stelle sage ich wieder Danke an alle, die immer so geil bestellen. Nach den Videos meistens sind immer etliche Bestellungen da. Und ja, die machen das möglich, das Ganze. Und ich packe die jetzt ein, nehme ich mit. Zeige ich dir in der Zwischenzeit noch die geilen Moverwerk-Stickerbögen, was da dabei sind bei jeder Bestellung. Sind richtig sick, würde ich mal sagen, an der Stelle. Und ja, kriegt man zu jeder Bestellung dazu. Also, bestellen. To play baseball till the sun went down. Yeah, we play in the front yard. It's the fly balls when I'm the hit cars. That's when we run in the woods and play. Jawohl, und ich hab's wieder hinter mir gebracht. Danke an alle, die was bestellt haben. Gefreut mich brutal. Neue Moverwerk Collection kommt außer den Samstag, das Wochenende. Normalerweise Video wird wahrscheinlich Samstag kommen und das ist Freitag, also gestern nachher rausgekommen. Ich zeige euch das kurz. Richtig geiles Zeug, das schaut ein bisschen so, schaut so, passt die Farbe circa, so Cranberry ist das. Einmal braun, ist eigentlich mein Favorit unter die Pullover. Ist auch richtig geil. Und einmal grün. Auch voll geil geworden eigentlich. Qualität. Auch bombastisch meiner Meinung nach, zeige ich euch noch schnell die Leiberl. Leiberl sind eine richtige, ja, passen auf die Form genau zusammen. Einmal gelb, mit dem Delta-Logo hinten drauf. Einmal ein Burgundfärbig, mit dem Stern-Logo. Und einmal wieder mit dem runden. Ist richtig geil, hinten die Logos drauf, damit man es besser sieht, wenn man mit seinem Mofa fährt. Alter, TPD ist da! TPD kommt mit ein bisschen größeren Auto in der Corona-Zeit anscheinend. Er denkt sich, bist deppert für die violette Maxi, Alter, leck mich am Arsch. Die Haver haben schon wieder bestellt, oder wie die Deppen. Buch schon Bestellung! Hä? Darf ich das eh noch so weinen? Trag runter in die Werkstatt. Alter, der hat einen Pullover an, der ist das Allerärgste. Das war's relativ schnell da. Du machst den Auftakt. Buch schon ein Unboxing im Quarantäne-Vlog, was sagst du? Alter Fuchs! Was hast denn da wieder bestellt? Alter Vater! Die schauen ja urkomisch aus, die Reifen. Was ist denn los?
Das sind aber keine 250er. Ein neues Sättle. Der ist aber geil, der Flache. Ja, ich habe einen Flachen habe ich bestellt. Ja. Ja, der ist aber leimer. Bei dem Hobel taugt mir eh nicht so. Das ist jetzt schon ein Wahnsinn, dass das Schneider schon drauf ist. Alter, bist du nicht? Geiler Sattel habe ich da bestellt. Beim Bahnhof war die 6 Buchshop Schlüsselbandel. Schlüsselbandel. Alter, Vater, das wird geil. Hast du die Lorte bestellt, gell? Die Lorte! Was ist da drin? Das ist ein freinkranker Plastik. Warte, das ist auch meiner. Die Lorte, 16,5er. Nein, was? 16er? 16er, die Lorte. Kein Jung, Alter, das ist ein Depper. Ja. Der Friedl liegt da, Alter. Der Friedl? Der Haberer, das ist ein Dekleinzylinderkopf. Ist ja wurscht. Geht auch besser. Die Haber kann Deklein bestellen. Schneider, du hast mir einen Notrangeo bestellt, der hebt mir auch den Haberer, Alter. Der hat das nicht unter Kontrolle. Jawohl. Alter, das kann doch nicht sein. Mensch, Alter, was sagst du am Banner? Vor der Sitz. Da liegst du ja oben wie auf einem Dings. Nee, ich glaube, das niedrig ist das Ganze. Wieder. Du hast den Lenkerbeck dazu. Ah, oh, Lenkerbeck. Fleisch hast aber du bestellt, Alter. Ich bestellt? Ich hab nur so Klammaterial bestellt, Alter. Da ist ein Haufen drin, Alter. Ja, aber der Zylinderkopf, Alter. Da hat, wenn der die Quetschkanten nicht misst, Alter, fliegt er um die Uhr, Alter. Das Wichtigste sind meine Buchsen. Was sind die, Alter? Schneider. Ich schau mal, ich hab mal Ricky. Nicht mehr, Mann. Im Kerzen habe ich einen Bosch bestellt. Hast du bestellt? Nein, gell? Nein, Bosch habe ich sicher nicht bestellt. Du hast die NGK bestellt. Ich bin Werkshäuser bei NGK, ja. Nein, das ist ein Ring, glaube ich. Warte, ich muss zu, wenn du es zerflüstert. Was gibt es denn? Nein, Alter, das taugt mir nicht. Warum taugt er mir das nicht? Nein, Alter, die. Nein. Der will Lampen, habe ich gar nicht bestellt, oder? Der Hund hat Lampen da drinnen. Mit die hebe ich an, Alter. Gib alle Lampen, was es noch einmal gibt, Schneider. Und da wieder zusammengeschickt. Was sagst du? War ein guter Vergaser, oder? Ja, das ist nämlich mein Werksmechaniker, Ebert Motoring. Ah, wo ist meine Mutter hingeflogen? Ja, Sir? Mhm. Ja, Sir, aber alles ein Flogger. Deppert wird ein Mofa-Werk, oder? Das passt zum Viertel. Ja. Für Louis Vuitton-Markt, ja. Er ist gestorben. Tot. Rest in Peace. Ich bin mir vorher so ein Stolz, was wieder alles. So. Du brauchst 70er. Ja, das ist ein ganzer Dichtsatz, oder? Der Kleine. Ja. Der geht an dich. Ist deppert. Mörderisch. Tschüss. Der geht 200 Bar. Der war. Boah, der Mann ist 6, Alter. Was ist denn los? Vergangen. Der hat mir die Umwelt von der Firma verpestet. Gute Hunde, nur einen Sprit drinnen, Schneider. Da ist Ebe. Da ist Ebe. Der bleibt doch und zu hängen, nämlich die Sau. Alter, ich hoffe, das geht ja die Sicherheit nur gerade, Alter, kann nicht zu antreten, das Traktor. Was sind das, die Anreißer da? Tagspendel, die Anreißer und Hochschopfen! Oh! Oh! So, beim Banner ist fort. Und ich starte das Ganze jetzt. So, und wie ihr wisst, habe ich eigentlich eine Kinder-Kooperation auch, aber weil Kinder zurzeit mit Corona-Krise und so weiter die Reifen nicht liefern kann, habe ich jetzt, also liefern schon, aber mir nicht zur Verfügung gestellt, habe ich mir jetzt einfach auf Buchshop die 2.50 Straßenreifen gekauft und die werden wir jetzt einmal gleich aufziehen. Ich habe das Ganze mal da aufgelegt und jetzt werden wir den einmal draufwerken, hoffentlich. Halt der Lack das aus. Beim Banner jetzt da kommt's drauf an, wie gut das warst. Back out the road, we shut it down, where they sold. Checks on the streets, J number 4, Saint Laurent feet, put it on toes. Take it with me, double your dose. Covered with angels, that's watching my soul. Jack out of bed, it's bigger windows. Said I beat the intent, but I got the info. I feel like I'm chosen, I'm covered in gold.
So, er ist drauf, wir haben einen Verlust zu beklagen. Aber wir pumpen das einmal auf. Die Details. So, da. Und wir haben die Luft drinnen. Schlauch darf nicht zwickt sein, das passt. Und da seht ihr den Unterschied zwischen Mittas und Kender von der Breiten her. Ist schon der Mittas, obwohl beides 2,5 ist, der Mittas schon um einiges Brat eigentlich. Aber Kender ist trotzdem geile Marken. Super Qualität, super Preis. Jawohl, das war Reifen Nummer 1. Und ich komme mir jetzt schon vor, wenn wir alle zwei hätten. Machen wir einen zweiten. So, und die Reifen sind drauf. Die vorderen Felgen zeige ich jetzt nur von derer Seite, weil da ist mir ein ziemliches Missgeschick passiert. Das muss ich noch ausbessern, bevor ich es euch zeige, sonst glaubt ihr, ich bin deppert. So, dann ist das vollständig. Yes! Sau geil! Und da haben wir auch ein wenig blutig. Macht nichts. So, und jetzt können wir dann den Lenker da drauf tun und dann werden wir das Moped einmal auf die Füße stellen, so auf die Art. Und Stoßdämpfer. Keine Ahnung drauf. Yes! Da bauen wir da jetzt die Stoßdämpfer ein. Das sind aber nur vorübergehend. Es kommt schon etwas ziemlich Spannendes auf euch zu. Mache ich was auf der Motorbike-Seite fahren, werdet ihr es schon gesehen haben. Wahrscheinlich jetzt kommt Motorbike-Suspension einmal. Das wird dann alles da einbaut. Aber leider ist das noch nicht zu 100% alles fix. Deshalb werden wir da einmal der Wagner und ich. This is on me, got my Gucci shirt wet. Put it in my bag, gon' get used to the rest. I'm with this school where they teach you for next. 500 shoes for the drip, I invest. I'm the boss, man, I keep catching the decks. Go to cool fast when it end with an S. Now that I'm home, back off the road. We shut it down, where they sold. Check. Okay, und ich hab schon mal den Sitz aufgetan. Die Kamera ist leider ausgefallen. Dämpfer sind drinnen, Sitz ist drauf. Schaut schon richtig einmal nach was aus irgendwie, gell? So, und jetzt kommt der Lenker und dann erkennt man eigentlich schon mal die ganze Struktur von dem Moped und dann werden wir es gleich mal auf die Füße stellen, auf die Reifen, würde ich sagen, oder? Jawohl, Burschen, und der Lenker ist auch drauf. Oh, irgendwie kommt mir das extrem wieder vor, wir werden es eh sehen. Notfall kommt dann der größere Lenker auf, aber schauen wir mal. Wir werden es jetzt einmal auf die Füße stellen. Erstes Mal, dass da steht. Bin gespannt. Belly wrist, cash through the mud, I get a check. You selling run on my pants and my chest. Chanel address, clean up a mess. I eat a flesh, you know the rest. Count up a hun, copper Rolex. Shine like the sun, you truly blessed. You talk with text, Fendi good boy like I Uber the chest. BBS is on me, got my Louis shirt wet. It's an M in my bag and get used to these racks. I'm with this school where they teach you finesse. 500 shoes for the drip, I invest. I'm the boss, man, I keep catching the decks. Go to cool fast when they end with an S.